Ist falscher Eindruck von mir oder trauen sich Turfs inzwischen mehr dummen Scheiß zu labern? Nee, ich glaube schon. Also sie trauen sich immer mehr. Die schaffen es ganz gut, den Diskurs inzwischen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, ne? Also dieser Diskurs über Transmenschen. Und das ist nichts anderes. Wir reden hier darüber, über die Existenz von Transmenschen. Über Basic-Menschenrechte für Transmenschen. Das ist das, worüber wir diskutieren, ne? Und darüber diskutieren wir im Bundestag. Darüber diskutieren wir auf Twitter. Darüber diskutieren wir überall. Da geht's nicht um eine Meinungsverschiedenheit und oh, die hat einfach eine andere Meinung, sondern es geht hier um Basic-Menschenrechte und die schaffen es mit ihrer Kackscheiße, sorry für den Ausdruck, aber die schaffen es mit ihrer Kackscheiße, das wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, dass Leute sich denken, so ja, darüber müssen wir wirklich mal reden. So nein, Rechte von Transmenschen, Basic-Menschenrechte stehen nicht zur Verhandlung. Da gibt's keine zwei Seiten und keine zwei Meinungen, das ist kompletter Bullshit. Da gibt's entweder die Transmenschen, die überleben wollen und die einfach nicht diskriminiert werden wollen. Und auf der anderen Seite gibt's Menschen, die tot sehen wollen und die nicht anerkennen. Und die denen keine Rechte zugestehen. Das sind doch keine zwei Seiten, da trifft man sich doch nicht in der Mitte. Ja, so ein bisschen töten ist okay. Oder was erwarten die? Ja, so ein bisschen Diskriminierung ist fein. Ja, wir schlagen Transmenschen aber halt nur dienstags und donnerstags. Oder was ist denn da der Kompromiss? Da gibt es keinen Kompromiss. Das sind einfach Menschen, die gegen Transmenschen hetzen und damit irgendwie salonfähig werden. Weil es funktioniert. Weil es Menschen gibt wie J.K. Rowling. Und dann ist, das geht mir so auf den Sack, dass da irgendwelche, ich hab nicht mal mehr einen, und trotzdem geht's mir so auf den Sack, dass irgendwelche Menschen auf Twitter so eine Kacke labern von wegen so, mir wird ständig vorgeworfen, dass ich transfeindlich bin, weil ich J.K. Rowling unterstütze. Ja, warum denn wohl? Dann hinterfrag doch mal, warum das passiert. Dann hinterfrag doch mal, warum Menschen sagen so, ey, das, was du tust, das unterstützt Transfeindlichkeit, oder du bist schon ziemlich transfeindlich, wenn du das weißt und es trotzdem tust. Weil du Geld an eine Person gibst, die aktiv Transmenschen mit ihrem Geld schadet. Und mit ihrer Meinung das noch mehr in die Mitte der Gesellschaft findet. Das unterstützt du damit. Und da hilft auch kein, ja, das fand ich früher aber voll toll, das Spiel. Ja, das kann sein. Es kann sein, dass du die Welt toll findest, aber du unterstützt damit Transfeindlichkeit. Und dann musst du nicht mehr irgendwie kommen von wegen so, ja, aber ich brauche das und oh, jetzt sagen alle, ich bin transfeindlich. Ja, warum denn wohl? Woher kommt das denn? Vielleicht, weil du Transfeindlichkeit unterstützt? So, du kannst halt nicht erwarten, dass wenn du aktiv Geld in transfeindliche Hetze steckst, dass jemand sagt, nee, aber du bist ja ziemlich transfreundlich. Das kannst du einfach nicht erwarten. Und ja, ich würde auch nicht allen Menschen jetzt vorwerfen, die Harry Potter spielen, dass sie aktiv transfeindlich sind. Das sind die nicht. Viele davon sind unwissend. Aber es gibt halt nun mal auch welche, die sind transfeindlich. Also die ganzen Leute, die jetzt, die unter meinen letzten Tweets und TikToks unter meinen Kommentaren geschrieben haben, boah, jetzt kaufe ich extra 3 davon, ja, die sind transfeindlich. Wenn ich sage, ey, guck mal, das und das ist transfeindlich, wenn ihr das kauft, unterstützt ihr Transfeindlichkeit, und die sagen so, ja, jetzt 3 davon, die sind transfeindlich. Menschen, die sagen so, ja, mir ist das aber scheißegal, ich bewerbe das Spiel für Geld, das ist transfeindlich. Wenn du das einfach nur spielst und keine Ahnung hast, dann ist das vielleicht nicht transfeindlich. Aber du musst halt trotzdem überlegen, ob du das möchtest, dass eine Person transfeindliche Hetze betreibt und das mit deinem Geld. Das solltest du vielleicht überlegen. Und dann komm mir nicht mit, ja, die verdient ja nur an Lizenzgebühren. Ja, die verdient nur an Lizenzgebühren. Weißt du, was an Lizenzgebühren alles dranhängt? Wenn neuer Merch kommt, ach, Lizenzgebühren. Wenn das Spiel gut läuft, gibt es mehr Merch, gibt es mehr. Vielleicht gibt es DLCs, vielleicht gibt es Nachfolger von dem Spiel. An all dem verdient J.K. Rowling. An dieser ganzen Idee von Harry Potter verdient sie mit. Vielleicht jetzt nicht an jedem verkauften Spiel, aber ist doch scheißegal. Wenn ihr das unterstützt, dann unterstützt ihr diese transfeindliche Meinung, indem ihr sagt so, okay, das Spiel läuft jetzt richtig gut, es lohnt sich richtig, da mehr zu machen. Also hört auf, das Spiel zu kaufen, boykottiert das Spiel und sagt nicht irgendwelche Kacke von, nee, das unterstützt ihr ja gar nicht. Doch, tut sie. Aktiv. Das unterstützt ihr ganzes Franchise, wenn ihr das kauft. Wie viele Kacke ich in den letzten Tagen lesen musste. Es ist unglaublich. Und Leute einfach nur das verteidigen, um es spielen zu wollen. Leute, wenn euch das Spiel, euch ein Fandom wichtiger ist als Menschenrechte, dann kauft es. Dann denkt euch halt, okay, geil, hier, das ist mir wichtiger. Dann viel Spaß damit. Aber ist halt scheiße. Dann lebt damit, dass Leute sagen, dass das scheiße ist, was ihr tut. Weil es das ist. So.
Also, es ist unglaublich. Aber kann man Künstler von Werk trennen? Wenn der Künstler aktiv damit Geld verdient? Wenn da aktiv Meinungen vom Künstler auch drinnen hängen? Übrigens, Kunst funktioniert so nicht. Kunst funktioniert auch mit Message. Und surprise, die Kunst, die man fabriziert, die hat die Message, die der Künstler oder die Künstlerin geben möchte. Und die Meinungen, die diese Person vertritt, spiegelt sich in der Kunst wieder. Also zu sagen, Kunst vom Künstler trennen, Bullshit. Das sagen Menschen, die nicht von der Kacke betroffen sind. Natürlich kannst du Kunst vom Künstler trennen, wenn du die Diskriminierung nicht, also von der Diskriminierung nicht betroffen bist. So, ja, für mich, ich kann Kunst vom Künstler trennen, weil das ist ja nicht so schlimm. Ich finde die Kunst ja gut. Ja, aber manche Menschen werden mit der Scheiße, mit dem Geld diskriminiert. Herzlichen Glückwunsch. Bist halt unsolidarisch. Aber gut, von mir aus, unterstütz die Kacke. Viel Spaß dabei. Also Kunst vom Künstler trennen ist so die blödeste Aussage von allen in der ganzen Diskussion. Es tut mir leid, aber es ist wirklich, wie kann man denn so eine Kacke labern, dass man sagt, du musst Kunst vom Künstler trennen, so funktioniert Kunst nicht. Du hast das komplette Konzept von Kunst nicht verstanden. Und zweitens hast du das Konzept auch von Geld nicht verstanden. So, du hast nichts davon verstanden. Also, du aktiv bezahlst du eine Person, die Diskriminierung machst mit der Kunst. Ja? Also du bezahlst die Kunst und finanzierst eine Person, die Menschen diskriminiert. Gut, wie kannst du dann die Kunst vom Künstler trennen? Wie kannst du die Kunst vom Künstler trennen, wenn da aktiv Messages drinnen sind, die diskriminierend sind? Und da meine ich jetzt nicht nur die Transfeindlichkeit, ne? Auch die Transfeindlichkeit, aber auch der Antisemitismus, der Rassismus, das Fettshaming, das Sexismus, da ist einiges drin in Harry Potter. Überraschung. Eine Faschistin teilt faschistisches Gedankengut und lässt das auch in ihr Werk mitgeben, so. Ach, Surprise.